Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserem Kurzwebinar über Tipps und News aus Japan. Ich bin der Bruno Arturi von der Thurasia und ich bin im Dezember 2019, also vor etwa 2 Monaten, und ich habe ein paar Informationen, persönliche Eindrücke, Erkenntnisse aber auch, die ich Ihnen gerne würde mitteilen, mit der Hoffnung, dass Ihnen die Informationen in Ihren Beratungsgesprächen über Japan können helfen. Wir fangen gerade an mit der Frage, wann ist die beste Reisezeit für Japan? Wir gehen uns einig, März, April, Mai, das ist die berühmte Kirschblütenzeit in Japan, der Frühling natürlich, und die meisten Touristen gehen dann. Ich habe in diesem Bild noch eine andere Zeitspanne aufgelistet, nämlich von September bis und mit Dezember. Wie gesagt, ich bin im Dezember gewesen und ich möchte Ihnen die verschiedenen Vorteile schön aufzeigen. Klar, wir gehen mal zurück in den Frühling, Kirschblütenzeit, wunderschön, Temperaturen werden auch wärmer nach dem Winter in Japan. Die meisten Leute wollen dann gehen. Aber Achtung! Das ist ein Bild, das ich Ihnen gemacht habe am 14. Dezember am 3 am Nachmittag in Tokio. Das ist die berühmte Takeshita-Straße in Tokio. Und Sie sehen, bereits dann, also im Dezember, an einem hundsböhnlichen Samstag, ist die Straße schon voll. Ich will mir gar nicht erst vorstellen müssen, wie das aussieht, wenn dann noch 200'000 Touristen dazukommen, dann ist es schon ziemlich unangenehm. Und das ist es auch, was ich als Erkenntnis mit heimgenommen habe. Ich habe im Dezember Herbstlaubfärbung noch gehabt, strahlend blauer Himmel, 15 Grad Temperatur täglich im Durchschnitt. Also für mich absolut angenehm und vor allem viel, viel weniger Touristen an den Sehenswürdigkeiten. Wie reist man in Japan? Das ist auch eine Erfahrung für sich, die ich machen musste. Also von Bahnhof zu Bahnhof, natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, jawohl. Da muss man sich zum Voraus einmal überlegen, ja, wie lange bleibe ich, welche Strecke brauche ich mit dem Shinkansen, mit dem Japan Rail Pass, brauche ich 7, 14 oder 21 Tage, will ich in erster Klasse oder zweiter Klasse fahren. Aber Achtung, nicht alle Strecken sind deckt durch den Japan Rail Pass, respektive durch die Shinkansen-Züge. Natürlich, es ist schon sehr viel erschlossen, aber es fehlt hier und da ein lokaler Bus, ein lokaler Zug für kleinere Ortschaften. Und da gibt es in Japan jetzt 2 neue Karten. Die eine heisst Passmo Card, die andere Suica. Und mit diesen 2 Karten, also mit einer von beiden, sie brauchen nicht beide, sie brauchen nur eine, wo sie vor Ort mieten und selber können laden mit Geld, da können sie alle Strecken jetzt benutzen. Sehr, sehr praktisch, absolut organisiert von den Japanern, sensationell. Das ist wirklich eine Bequemlichkeit, die man braucht und wo Sie sogar mit dieser Karte können, an den Vending-Machines, an den Getränkeautomat, dort können Sie sogar Getränke rauslassen. Ist also wie eine Kreditkarte, wie eine Maestro-Karte hier bei uns in der Schweiz. Aber eben auch vor allem für die lokalen Bus- und Zugverbindungen, die nicht gedeckt sind durch den Japan Rail Pass. Absolut genial. Ich möchte Ihnen auch gerade auf die Frage antworten, die uns oft gestellt wird. Ja, lohnt sich Osaka 1 oder 2 Nacht? Soll man das überhaupt oder soll man nicht? Ich kann Ihnen von ganzem Herzen sagen, es lohnt sich absolut. Das Bild, das Sie hier sehen, ist das Bild vom Namba-Quartier, Nippon-Bashi-Viertel und der Dotonbori-Fluss, der durch das Viertel fließt. Osaka ist die Küche Japans, so wie sie lebt und lebt. Und ich kann Ihnen sagen, es ist ein absoluter wahrer Genuss. Links im Bild haben Sie das berühmte Okonomiyaki aus Osaka. Da ist Kochplatte gerade mit Tisch integriert und da können Sie gerade selber kochen. In Osaka zelebriert man das Essen wirklich. Und Sie haben an jedem Ecke, in dem Nippon-Bashi oder Namba-Viertel, haben Sie an jedem Ecke ein Spezialitäten-Restaurant. Und Sie zeigen genau an der Fassade, was denn die Spezialität vom besagten Restaurant ist. Also rechts im Bild sehen Sie Kobe, jawohl, mit dem Stier oben dran. Wir haben ein Okonomiyaki rechts.
das, was wir links im Bild selber kochen. Und sie haben das Süßgebäck mit Cremefüllung. Das kommt mir jetzt in diesem Fall in selben Restaurant über. Die Variation und die Vielfalt von dem Restaurant in diesem Nippon-Bashi-Viertel ist fast unendlich. Und wie der Japaner halt so ist, auch mit seiner Hingabe zu Comics und seinem speziellen Humor, haben wir links, wie Sie sehen, eine Kuh, die an der Fassade hängt. Natürlich auch wieder zum zeigen, jawohl, da kommen Sie Kobe-Beef über. Und rechts im Bild, neben dem Kobe-Beef oder oberhalb vom Kobe-Beef-Bild, der Spider-Man, der versucht, ein Stückchen von der Jakobsmuschel zu erhaschen und das also zu geniessen. Also der Japaner mit seinem Humor, mit seiner Liebe zu Cartoons, Manga und so weiter und so fort, auch da präsent, wo sich natürlich auch mit dem Schmunzeln über das lustig macht. Noch einmal Nippon-Bashi links. Das Viertel mit dem Dotonbori-Fluss, rechts wieder so ein Hausecke, wenn man so will, mit dem Spider-Man. So sieht das ungefähr aus in dem Nippon-Bashi-Viertel. Aber natürlich auch ruhigere Viertelsträßchen, wo man dann das traditionelle Japan antrifft. Osaka, also absolut ein Tipp, zum mindestens, das ist meine Empfehlung, 2 Nächte dort zu verbringen. Gehen wir auf Tokio. Ich habe es vorhin schon erwähnt, der Japaner mit seiner speziellen Liebe zu Manga, Pokémon, Pikachu, farbig, ein bisschen schrill. Jawohl, das ist auch der Japaner, der Moderne. Und da haben wir ganz spezielles Kaffee in Tokio, wo man ihren Kunden sehr gut angeben kann als Abwechslung, weil da werden sie in allen Farben begrüßt, wie sie sehen. Und die ganze Einrichtung ist natürlich ebenfalls in allen Farben ausgestattet. Also für gewisse Leute zu kitschig. Ich muss sagen, am Nachmittag, am 4 Uhr sind wir dort gewesen, ist voll mit Erwachsenen, also nicht nur Kind. Also da kann man dann wirklich so die Seite kennenlernen vom Japaner, wie er lebt und lebt. Und wie er natürlich da, Sie sehen es unten rechts im Bild, das ist das Kawaii-Monster, wie er sich da einen Spass daraus macht, indem er eine solche Kaffees ausstattet. Aber Achtung, der Japaner zieht es durch, wir kennen ihn, er zieht es durch bis zum Schluss und da heisst es im Kawaii Monster Café, dass natürlich auch die Speisen farbig daherkommen. Links im Bild eine Glace Cup, in der Mitte haben wir 3 Pancakes mit umgestülptem Glace und rechts Hundenapf in allen Farben, das sind Windbeutel, gefüllt mit Creme und farbiger Schokoglasur. In der Mitte vom Hundenapf haben sie dann noch Vanilleglace in hellblauer Farbe. Also sicher mal etwas Witziges, wo man den Kunden kann angeben kann, was man dann sonst auch noch in Tokio anschauen kann. Das ist neu, das lohnt sich sicher. Tokio aber auch bekannt für seine Wolkenkratzer und wir sagen oftmals, dass Tokio auch ein Eldorado ist für Architekturliebhaber, was ja auch stimmt. Es hat aber, falls jemand fragt, hat es ein Quartier in Tokio, wo ganz speziell dafür gemacht ist für Architekturliebhaber, nämlich das Quartier Omotesando. Und Sie sehen rechts im Bild, das ist jetzt eins von vielen, das Hugo Boss Gebäude ist sehr, sehr modern, sehr designmäßig und da gibt es noch und nöcher von solchen modernen Gebäuden in dem Omotesando Quartier. Also Architekturliebhaber fühlen sich da ganz sicher wohl. Tokio hat aber viele Gesichter. Nicht nur hoch, modern, Wolkenkratzer und so weiter, sondern auch das ruhigere, residenzielle. Wir haben da ein Bild, links, wie Sie sehen, das Wohnviertel Yanaka. Yanaka ist ein Viertel, wo der Japaner selber wohnt und wo er auch seine Besorgungen macht, geht das Brot kaufen, den Reis kaufen, was auch immer. Und es ist viel, viel, viel ruhiger, als man sich das vorstellt in einer Metropole wie Tokio. Ein absoluter Gegensatz, ja, und absolut ein Besuch wert, ebenfalls ja. Und da muss man locker einen halben Tag einrechnen, um das Yanaka-Viertel auch zu geniessen. Weil es hat einen grossen Garten drinnen. In diesem Garten hat es verschiedene Friedhöfe, Mausoleen, Schrein, Tempel und so weiter und so fort. Also typisch japanisch, man kann meditieren, man kann
dort durchlaufen, wenn man Ruhe sucht und Vogelgezwitscher will hören in einer Stadt wie Tokio. Also absolut erstaunlich, wie viele Gesichter das Tokio uns bietet. Nach dem Besuch in Yanaka ein Kaffee nehmen, entweder da im Kayaba Coffee Shop oder in einem lokalen Restaurant da in der Bummel Einkaufsstraße Yanaka Ginza, rechts im Bild. Gehen wir weiter auf Tokio. Wir haben das anderes Quartier, wo man sich vielleicht nicht so bewusst ist. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, das Kurzwebinar soll ja auch Ihnen helfen im Beratungsgespräch. Und wenn man Ihnen die Frage stellt, ja, wie viel Zeit soll ich denn in Tokio einmal einplanen? Ich kann Ihnen sagen, mindestens 5 Tage. Also eigentlich eine Woche wäre ideal, wenn man wirklich alles sehen will. Aber man versteht ja, die Kunden wollen ja nicht etwas anderes sehen. Aber 5 Tage müssen Sie Ihnen geben, um all die Schönheiten und Besonderheiten können anzuschauen von Tokio. Asakusa, oder Asakusa, wie der Japaner sagt, eine berühmte, heutzutage Shoppingstrasse, also respektive wir haben links und rechts, wie Sie sehen im Bild, die grünen Dächer. Mit drin sind ganz viele verschiedene Souvenirläden, Bäckereien und so weiter und so fort. Früher benutzt als Einkaufsstrasse für Opfergaben, weil hinten im Bild, am Ende von diesen grünen Dächern, sehen Sie einen Schrein und hinten dran einen Tempel. Also dort hat der Japaner oder tut der Japaner seine Opfergaben den verschiedenen Shintoisten, Naturgottheiten darbringen. Absolut interessant, wie das harmoniert, das Traditionelle und das Moderne in Tokio. Asakusa, ebenfalls ein Besuch wert. Ich kann Ihnen das Nezu-Museum auch noch präsentieren, weil das hat 2 Gründe, warum dass man da kann oder sollte hingehen, je nach Interesse vom Kunden. Also auf der einen Seite haben wir das ganze Geschichtliche, das im Nezu-Museum über die japanische Geschichte gezeigt wird, also archäologische Funde ebenfalls. Aber auf der anderen Seite eben auch der wunderschön angelegte Garten. Und Sie sehen auch da wieder die Herbstlaubfärbung. Im Dezember ist das gewesen, meine Damen und Herren. 15 Grad an der Sonne, ruhig, beschaulich, einfach nur schön. Wunderschön, Dezember, Nezu-Museum mit dem Garten. Dann gehen wir auf Sehenswürdigkeit hoch oben im Himmel. Das ist das Shibuya Sky Tower mit beeindruckender Aussicht auf Tokio. Und vor allem, da ist mir wichtig, Ihnen das zu zeigen, im Dezember noch einmal, meine Damen und Herren, tun Sie daran denken, November, Dezember, ideal mit kristallklarem Himmel. Und was Sie dort, der Gipfel, den Sie dort sehen, am Horizont, das ist der Mount Fuji. Es ist bei weitem nicht in jedem Monat so klar. Also wenn Sie März, April gehen, kann es dunstig sein. Also man kann auch Wolken haben, Juli, August sowieso. Und im November, Dezember haben Sie die klarsten Verhältnisse, wie Sie auch da sind. Ganz kleiner Hinweis, ich habe da ganz gezielt 16:20 auf die Folie geschrieben, weil man den Besuch auf dem Shibuya Sky muss vorher reservieren. Wenn Sie um die 4, 20 ab 4, 20 vor 5 reservieren, dann haben Sie grosse Chancen im November, Dezember, dass Sie auch den Mount Fuji so klar sind. Etwas, wo mich absolut aus den Schuhen gehauen hat, ist das Teamlab Planet, meine Damen und Herren. Da zeigt der Japaner tatsächlich, er ist an der technologischen Avantgarde und er hat die Planets, also die Welten, erschaffen in dem Gebäude, drinnen, wo man übrigens auch vorreservieren muss. Und da sind sie unterwegs in Barfuß, also sie müssen Schuhe und Socken ausziehen und das Ganze wird so erlebt. Barfuß mit Wasser und dunkel und Licht und es hat verschiedene Planets, das heisst, die Welten, die sind, ich mache ein Beispiel, ein Raum war voller Spiegel und tausende von Lichterketten synchronisiert oder choreografiert, wenn man so will, mit Musik. Eine absolut, ja fast schon außerkörperliche Erfahrung, wenn man so will, absolut überwältigend. Lohnt sich auf jeden Fall, da
einen Besuch abzustatten im Teamlab Planets in Tokio. Kyoto, natürlich als kulturelles Zentrum von Japan, man kennt es aus dem Katalog, was man da anschauen kann. Ich kann Ihnen zwei Sachen zeigen, die noch nicht so fest präsent sind in dem Katalog. Das heisst also, noch ein bisschen als Geheimtipp könnte gehandelt werden. Zum einen ist das Quartier Arashiyama, 30 Minuten von Kyoto entfernt. Übrigens, jawohl, Sie können mit der Passmo-Karte die Zugstrecke also fahren und zahlen. Sie kommen an in Arashiyama und was finden Sie vor? Ein typisches Dorf mit traditionellem Baustil und man kommt sich da vor wie vor 100 Jahren in Japan. Also alles wirklich nur klein, herzig und aus Holz. Und wir haben in dem Arashiyama noch zwei wichtige Sehenswürdigkeiten, die auch noch dazu kommen. Also auf der einen Seite das Quartier selber, respektive die Sträßli, die Häusli mit den Souvenirläden und den Sachen, die man kaufen kann. Und natürlich kann man fein essen, natürlich, aber auch Sehenswürdigkeiten. Der erste davon ist der Tenryuji-Tempel, wie Sie hier sehen. Augenmerk auf Himmelfarbe, jawohl, Sie sehen es, Stahlblau, Dezember. Und mit dem wunderschönen angelegten Garten, der eingebettet ist in die Natur. Also Feng Shui, Zen, Shintoismus, Harmonie mit der Natur, ja, das ist auch eine Facette des Japaner. Nachdem man den Tenryuji-Tempel angeschaut hat, gerade nebendran ist der berühmte Bambuswald, Bamboo Forest, ebenfalls in Arashiyama. Und da hat es nichts anderes als Bambus. Schauen Sie. Kleines Augenmerk unten am Bild, das war auch Dezember gewesen, und es hat bereits schon so viele Leute. Also bitte, tun Sie wirklich abwägen mit dem Kunden, wenn das er will reisen will. Will er sich das antun im März, April? Oder kann er nicht auch schon vielleicht im Mai gehen? Oder, wenn es dann sowieso zu warm wäre für ihn, warum nicht November, Oktober? Einem riesen Strom von Touristen können auszuweichen. Bambus Forest, wie Sie hier sehen, absoluter Blickfang, sensationell. Schauen Sie. Es gibt noch einen zweiten Punkt, oder respektive Geheimtipp, den ich Ihnen möchte zeigen. Sehr unscheinbar, kennen noch die wenigsten. Sie sehen den Murin an Garten und auf dem oberen weissen Teil von der Eintrittsplakat, wenn man so will, steht Place of Scenic Beauty, Murin an. Das ist auch wirklich so. Das ist ganz unscheinbar ein ehemaliges Herrenhaus und die Tür, die zeigt einem nicht von außen, was man drinnen vorfinden kann, nämlich einen von den gepflegtesten Garten überhaupt. Schauen Sie mal, wie schön. Links Teehaus, wo man auch Teezeremonien buchen kann. Rechts davon der wunderschön gepflegte Garten Murin an. Mit Wasser, Brückli, genauso wie man es kennt vom Japaner. Das war es von meiner Seite her schon gewesen. Ich hoffe, die zwei, drei Insider-Tipps haben Ihnen können helfen oder werden Ihnen können helfen im Beratungsgespräch mit Ihren Kunden. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit anrufen, wir sind sehr gerne für Sie da. In dem Sinn, arigato gozaimasu, danke vielmals und sayonara, auf Wiedersehen und bis bald.